Die haben da so Fangen gespielt, Verstecken, so rumgetobt. Einer hat sich dann bei uns unterm Tisch versteckt. Das war da ganz lustig. Da hat er dann, als er hochkam, meinem Bekannten das Weinglas direkt aus der Hand geschlagen. Zack, alles über das Lieblingssakko. Aber ich meine, so sind Kinder nun mal. Ja, für die sind materielle Dinge eben noch nicht so wichtig wie für uns. Das habe ich auch zu meinem Bekannten dann gesagt. Der war gerade dabei, sich Salz auf seinen Rotweinfleck zu streuen. Da kamen diesmal von hinten zwei von den Kindern an, so mit so Billardstöcken so am Fechten. Ne? Wie so in so Piratenfilm. Ich wollte schon mitmachen, ne? Ich fand das so prima. Und zing an den Hinterkopf von meinem Bekannten. Der hat das Salz vor Schreck fallen lassen, in die Tomatensuppe und zack, alles über das weiße Hemd. Da wusste man hinterher gar nicht mehr so genau, ist das jetzt die Tomatensuppe auf seinem Hemd oder das Blut aus seiner Platzwunde. Also, herrlich. Der Vater rief dann, Malte, du weißt, dass ihr euch mit den Stöcken verletzen könnt. Wir haben meinem Bekannten dann so einen Pressverband gemacht aus der Stoffserviette. Da kam diesmal von vorne so ein Bombenteppich aus Billardkugeln angeflogen. Eine hat meinem Bekannten dann die Schneidezähne komplett weggesäbelt. Aber ich habe auch zu ihm gesagt, irgendwann hättest du sowieso mal eine Brücke gekriegt. Der Vater rief dann, Sören, du weißt, dass ihr euch mit den Kugeln verletzen könnt. Aber da hatte auch schon eins von den anderen Kindern dieses italienische Messerset an der Wand entdeckt. Um es kurz zu machen, es war ein glatter Treffer. Mein Bekannter war sofort tot. Am Nebentisch gab es eine Runde Grappa. Auf den nächsten Toskana-Urlaub. Und der Vater rief, Torben, du weißt, dass ihr euch mit den Messern verletzen könnt.